Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir fahren heute Richtung Ostsee. Wenn ihr Lust habt, kommt einfach mit. Sonntagnachmittag ging es los. Unseren ersten Stopp machten wir wie so oft, wenn wir Richtung Norden fuhren, in Kaltenkirchen. Der Stellplatz liegt nah an der Autobahn A7 und ist deshalb ideal für einen Zwischenstopp geeignet. Morgen geht es dann gleich weiter Richtung Ostsee. Der Stellplatz in Eckernförde war schnell erreicht. Der Wohnmobilstellplatz am Nord bietet 49 Stellplätze zu einem Preis von 26 Euro pro Nacht. Bezahlt wird am Parkscheinautomat. Kurtaxe kommen auch noch pro Person 3 Euro hinzu. Auch hier ist es ratsam, in der Hauptsaison vormittags anzureisen, da ab mittags alle Plätze meist belegt waren. Eckernförde hat nicht nur eine schöne Fußgängerzone, sondern auch eine wunderschöne Hafenanlage. Die sollte man sich unbedingt anschauen. Das Infocenter ist sehr interessant und bietet einen Einblick in die Unterwelt der Ostsee. Der Eintritt kostet 5 Euro. Die sind gut angelegt. Wir waren jetzt hier 3 Tage auf dem Stellplatz in Eckernförde, ein absoluter Topplatz. Hier bleiben keine Wünsche offen, ein Rewe direkt um die Ecke und heute fahren wir mal wieder weiter. Nach 25 Kilometern war unser nächstes Ziel erreicht. Auch hier in Damp haben wir gleich einen Stellplatz bekommen, ohne zu reservieren. Hier haben wir uns auch gleich wohlgefühlt. Ein toller Stellplatz. Ein Teil des Hafens ist seit der Sturmflut im Oktober 24 noch nicht wieder in Betrieb. Hier muss noch renoviert werden. Nach 2 Tagen haben wir die Ostsee verlassen und sind an die Schlei gefahren, nach Kappeln. Der Stellplatz in Kappeln, Nordhafen, bietet 100 Stellplätze für Wohnmobile. Die Kosten betragen 18 Euro pro Nacht. Wunderschön war es in Kappeln an der Schlei. Die idyllische Stadt mit ihren bunten Häusern und liebevoll gestalteten Gassen hat uns sofort in den Bann gezogen. Besonders gefallen hat uns der Hafen, wo man auch gut Fisch essen konnte. Auch darf ein Besuch im Fischgeschäft Föhl nicht fehlen. Rundfahrten mit einem Schiff sind vom Hafen aus direkt möglich.
Auch gibt es jede Menge Radwege entlang der Schlei, die wir ausgiebig getestet haben. Nach 4 Tagen in Kappeln an der Schlei sind wir dann weiter zur Nordsee. Das zeigen wir aber euch in dem nächsten Video. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal. Bis dann, gute Fahrt!